Bring die Leute da weg, schnell! Bitte gehen Sie sofort weiter! Ein Riesenhuhn kommt auf uns zu! Ella, jetzt bist du dran. Führe Henrietta aus der Stadt. Turbo-Wachstum! Hallo, Henrietta! Komm mit! Ryder, was machen wir mit Ladybird? Sky, verfolge Ladybird mit dem Superflieger. Ja, ich bin der Wirbelwind-Superflughund. Superkräfte, wie bin ich nur ohne euch klargekommen? Wohin so eilig, Ladybird? Am Glockentag läuten wir die Glocke. Wir stehlen sie nicht. Ich bringe sie nur weg in meine Glitzersammlung. Das Gewalt! Hm? Oh nein! Wirbelwind! Ryder, Ladybird fliegt mit der Glocke davon. Ich nehme die Verfolgung auf. So ist es, brav. Nur noch ein kleines Stück weiter bis zu super, super leckerem Mais. Und jetzt übernehme ich! Los, komm mit! Nein, nicht Henrietta! Komm mit mir! Du bist keine gute gackernde Gehilfin. Niemand spricht in diesem Ton mit meiner Henrietta. Hände weg! Sie gehört mir! Frau Bürgermeisterin, Achtung! Oh! Dankeschön, mein allerliebstes Lieblingshühnchen. Wenn uns diese furchtbare Vogelfrau doch nur in Ruhe lassen würde. Ich heiße Ladybird und ich habe noch ein paar Tricks auf Lager. Jemine, ihr neuer Trick. Henrietta, tu's nicht. Winke, gar keine Gehilfe. Winke. Super Netz. Wir müssen Ladybird davon abhalten, die Glocke zu läuten. Aber bei diesem Wind kommen wir einfach nicht näher an sie ran. Ich habe einen Plan. Wir müssen einen Weg finden, Tuck hoch in die Lüfte zu bekommen. Kann ich euch irgendwie helfen? Sky, du kommst wie gerufen. Du kannst Tuck hoch zur Glocke bringen. Tuck, kommst du irgendwie in die Glocke, ohne dass man dich sieht? Super klein, so soll es sein. Klingeling und Dingeling, bis alle weg sind, Dringeling! Schnell, Glockenturm! Los, hoch mit euch! Superwelle auf die Schnelle! Danke, Superzuma! Nichts wie weg, meine gackernde Gehilfin! Mir nach! Oh, das kannst du vergessen! Wie das glitzert. Ah! Oh nein! Die Glocke! Ja! Hab sie! Ja! Wir bringen die Glocke gleich wieder zum Läuten. Vielen Dank, Superhunde, dass ihr den Glockentag gerettet habt. Und vielen Dank, Lieblingshühnchen, dass du wieder auf Kuschelgröße geschrumpft bist. Fernsichtbrille! Sie sind in der Nähe des Bahnhofs. Gut gemacht, Sky. Los geht's. Das klingt gefährlich. Ryder, jetzt sind Sie unterwegs zu Candy Salon. Da vorne sind Sie. Henrietta, sei vorsichtig. Du tust dir noch weh. Doccolino, komm zurück. Wir müssen Sie einholen. Stopp sie mit deinem Netz! Doccolino, du tobst nicht auf diesem schäbigen Spielplatz herum. Mein allerliebstes Lieblingshühnchen! Ich hab dir einen leckeren Maiskolben mitgebracht! Schäbiger Spielplatz? Ruff, Netz!
Henrietta, Coppelino! Nicht so schnell! Henne Jenny, du könntest beim Wettpicken mitmachen. Nein, sowas Dummes. Ich muss sie auf dem Hof vergessen haben. Danny, pass bitte auf meine Hühner auf. Ich heiße Draufgänger Danny X. Das ist Dannys Hoverboard. Aber wo sind nur die Hühner? Ryder, sie sind auf dem Wagen von Neueren Jugend. Ist irgendwas nicht in Ordnung? Wir sind auf der Suche nach zwei Hühnern. Und da sind sie. Fall abgeschlossen. Und schon sind sie wieder weg. Fall wieder eröffnet. Sky, die Hühner sind jetzt mit der Drohne unterwegs. Ich verfolge sie, Ryder. Ich versuche sie zu erwischen. Ryder, die Drohne fliegt so wild hin und her, ich kann sie nicht fangen. Und jetzt fliegt sie aufs Meer. Zuma, wir brauchen dich für eine schnelle Meeresrettung. Und es gibt etwas Besonderes, das du mitbringen kannst. Auf die Plätze, fertig, nass. Keine Angst, euch passiert nichts. Hilfe ist unterwegs. Rettungsmaiskolben. Kaputte Drohne zurück zu Herrn Pfeffer. Es ist kein echter Maiskolben, aber dafür ein echter Lebensretter. Hier hast du dein Hoverboard zurück, Draufgänger Danny. Oh, Ryder, ich sag nur extremsten Dank. Danke, Paw Patrol, dass ihr mein allerliebstes Lieblingshühnchen gerettet habt. Und meine noch viel kostbareren Gockelino. War uns ein Vergnügen. Hilfe holen ist ganz leicht. Ein Kikeriki und Flattern reicht. Meine Henrietta ist wieder so tapfer gewesen. Gockelino war viel tapferer. Gockelino! Komm sofort zurück! Ich bin ganz schrecklich stolz auf dich. Du bist und bleibst das beste Hühnchen für mich. Henrietta, komm zurück! Henrietta, wie bist du? Auch das noch. Bitte, Frau Bürgermeisterin, lassen Sie nicht den Steuerknüppel los. Ja, natürlich. Herr Jemini, ich kann nicht fliegen. Was habe ich mir nur dabei gedacht? Hilfe! Ja, so ist es gut, Robohund. Sie sind direkt unter uns. Rocky, Sky... Es kann losgehen. Sie haben es geschafft, Frau Bürgermeisterin. Ja, gerade so. Aber jetzt fliegst du weiter. Gut gemacht, Sky. Und jetzt halt das Flugzeug ruhig in der Luft. Ja, mach ich. Bin schon dabei. Super, Sky. Puh, geschafft. Jetzt muss ich mir nur noch Sorgen um Henrietta machen. Okay, Rocky. Es ist jetzt deine Aufgabe, Lotta zu befreien. Hab verstanden. Lotta, das kriegen wir hin. Schere. Oh, ich danke dir, Rocky. Du bist toll. Wow! Und nochmal danke. Sehr gut, Rocky. Und jetzt versuch, die Klappe zu reparieren. Bin schon dabei. Schraubendreher. Das haben wir ruckzuck in Ordnung gebracht. Danke, Sky. Das war toll, aber ich kann weiterfliegen, wenn du willst. Aber Lotta, mein Hühnchen! Ach so, ja, das hole ich noch. Oh, warte mal. Der Motor macht so komische Geräusche. Wahrscheinlich hat er bei den Turbulenzen was abbekommen. Sky, du weißt, was du tun musst. Du lässt das Flugzeug kurz fallen und dann gibst du Gas. Ja, mach ich. Rocky, du musst fertig werden. Das, was ich jetzt mache, wird ein bisschen zu gefährlich für dich. Ich bin zwar noch nicht ganz fertig, aber dann mache ich eben später weiter. Ups, die Klappe ist wieder ab. Und wer rettet jetzt mein allerliebstes Lieblingshühnchen? Das mache ich, Frau Bürgermeisterin. Ich bin in der Luft die Beste. Keine Angst, Henrietta, ich will dir nur helfen. Ich kann gar nicht hinsehen, aber ich kann auch nicht hinsehen. Gut, vielleicht nur kurz mit einem Auge. Komm her, kleines Hühnchen. Der Motor geht wieder. Nochmal gut gegangen. Oh, Henrietta, mein allerliebstes Lieblingshühnchen, flieg!
du noch nie geflogen bist. Das Huhn ist runtergefallen. Es stürzt ab, weil es nicht fliegen kann. Marshall, du musst Henrietta auffangen, und zwar schnell. Okay, wupp, Marshall macht's. Wupp, wupp. Vorsicht! Entschuldigung! Tut mir echt leid! Bitte macht Platz! Ich muss hier durch! Ich hab sie! Ich hab sie! Ich hab sie! Jetzt kann nichts mehr passieren. Es ist alles gut. Du hast Angst, oder? Das kenne ich gut. Lass uns ein Lied zusammen singen. Gute Idee. Gok, 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 gok. Ganz genau. Gackern wir zusammen. Gok, 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 gok. Gok, 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 gok. Gok, 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 gok. Gok, 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 gok. Oh, danke, Marshall. Henrietta, du albernes Hühnchen. Du kannst doch nicht fliegen. Die Landeklappe ist repariert. Sie funktioniert. Danke sehr, Rocky. Hab ich gern gemacht. Danke, Sky. Du bist super geflogen. Aber jetzt übernehme ich. Leute, habt ihr das alle gehört? Lotta hat gesagt, dass ich super geflogen bin. Ja, haben wir gehört. Und sie hat recht. Du bist eine super Pilotin. Ihr wart alle super. Und was sagt ein braves Hühnchen, Henrietta? So, jetzt holen wir sie hier raus. Oh, wie schön, dass ihr gekommen seid. Mein allerliebstes Lieblingshühnchen war schon völlig verzweifelt. Ja, ich zuerst. Everest, schnell den beiden hinterher. Verflixt, die Fernsteuerung ist kaputt. Bürgermeister Besserwisser, bitte, fahren Sie langsamer. Henrietta ist schon ganz übel. Ist doch nicht meine Schuld. Wenn mir der Magen knurrt, kann ich einfach nicht richtig nachdenken. Ryder, Sie haben eine Bruchlandung auf einer Eisscholle gemacht. Haben Sie das gehört? Wir müssen dringend zurück auf festen Boden, und zwar schnell. In Ordnung, aber vorher zähle ich meine Burger. Ich gehe nur, wenn ich alle habe. Eins, zwei, drei, vier. Oh nein, ich habe einen verloren. Hä? Moment. Puh, da steckst du also, mein Lieblingshappen. Hören Sie auf, nur ans Mittagessen zu denken. Wir müssen schnellstens runter von... Ich hörte dich, warte, Henrietta. Oh, geschafft, du bist in Sicherheit, mein allerliebstes Lieblingshühnchen. Machen Sie sich keine Sorgen, die Paw Patrol bringt Sie zurück ans Ufer. Der Wind, er bläst uns aufs Meer hinaus. Oh, und ich werde so schnell seekrank. Arktische Winde sind unberechenbar. Die drei sind in Gefahr. Ja, wenn sie aufs offene Meer geblasen werden, treiben sie davon. Ich könnte die Eisscholle mit dem Wurfhaken packen, aber sie sind zu weit weg. Ich hab ne Idee. Zuma. Zuma, wir brauchen dich. Ab ins Wasser. Oh, dieser Wind ist schrecklich kalt. Allerdings, ich erfriere. Oh, welch ein Glück, dass ich meine Heizdecke dabei habe. Jetzt ist mir schön warm, während die Paw Patrol wie immer herumtrödelt. Zuma, die Bürgermeister sitzen auf der Eisscholle fest. Du musst sie ans Ufer schieben. Das ist ganz einfach. Keine Sorge. Was passiert denn jetzt? Das liegt an ihrer Heizdecke. Jetzt machen Sie sie aus. Oh nein. Oh nein. Zuma, was hast du mit uns vor? Wir machen einen kleinen Ausflug. Los, Zuma, schneller, gib Gas. Niemand mag einen nassen Burger. Everest, kommst du jetzt an sie ran? Ja. Wurfhaken. Los, beeil dich. Ich bekomme nasse Füße. Oh, vielen Dank, Paw Patrol. Ihr habt uns gerettet. Das haben wir gern gemacht. Wenn Sie wieder mal auf einer Eisscholle festsitzen, ein Anruf reicht.
Leute, ich bin so froh, dass ihr gekommen seid. Diese Hühner haben mein Lieblingshuhn so gern, sie wollen es nicht mehr gehen lassen. Hoch lebe Königin Gackack! Sprechende Hühner? Das ist merkwürdig. Wir werden sie mit etwas ablenken müssen. Naja, wie wir wissen, mögen Hühner Mais. Ruff, Werfer! Das klappt bestimmt. Ruff, Maiskolben los! Hochlebe! Halt dich bereit, Sky. Ich denke, unser Plan funktioniert. Oh nein, nichts wie weg. Das könnte wehtun. Popcorn? Das ist richtig merkwürdig. Das ist wahr, aber lecker. Beeilung, der Weg ist frei. Chase, warte. Sieh mal. Hochlebe, Königin Gackack. Hochlebe! Diese Hühner können einem wirklich eine erholsame Kreuzfahrt kaputt machen. Das hält sie auf keinen Fall durch. Sie wird sich wehtun. Frau Bürgermeisterin, können Sie abspringen? Auf keinen Fall. Es ist viel zu hoch. Ich renne einfach weiter, bis meine Beine nicht mehr können. Was nicht mehr lange dauern wird. Wir werden Ihnen helfen. Sky, neuer Plan. Du hebst die Bürgermeisterin mit deinem Rettungsgurt vom Ei. Ist gut, Ryder. Rettungsgurt. Bring sie in den Rettungsgurt! Ich versuch's! Irgendwie habe ich das Gefühl, das schon mal gemacht zu haben. Oh, du bist ja ein putziges kleines Küken. Hoch lebe Königin Gackack! Oder vielleicht doch nicht. Gut gemacht, Sky. Als nächstes müssen wir Henrietta von dem Thron holen. Aber diese Hühner lassen sie nicht für eine Sekunde aus den Augen. Ich habe eine Idee, was wir machen können. Robohund, dein Einsatz. Du musst etwas abholen. Noch ein Nagel, das müsste dann genügen. Danke. Beeil dich ein bisschen. Die Unwetterwolken wehen wild auf uns zu. Hoch lebe Königin Gackack! Hoch lebe Königin Gackack! Ryder, der Sturm kommt zurück. Wir müssen uns beeilen. Es geht sofort los. Es geht sofort los. Hoch lebe Königin! Und jetzt die volle Beleuchtung. Wuff, Taschenlampe! Sky, es geht los. Und hab dich. Hochlebe Königin Gackack. Hochlebe Königin Gackack. Na dann los, schnell zur Flunder. Hochlebe Königin Gackack. Captain Tollpatsch, werfen Sie den Motor an. Das Federvieh ist völlig verrückt. Gut, dass die Flunder repariert ist. Volle Kraft voraus. Hochlebe Königin Gackack! Oh, Paw Patrol! Ich danke euch für diese mutige Rettungsaktion. Mit Maisbrotmuffins? Das haben wir gern gemacht. Wenn Sie wieder mal auf einer Insel festsitzen, Frau Bürgermeisterin, ein Anruf reicht. Ich kann nur hoffen, unsere goldene Henrietta ist hier gut aufgehoben. Hochlebe Königin Gackack! Frau Bürgermeisterin, möchten Sie frühstücken? Herr Pfeffer macht gerade Ihr Lieblingsessen, Rührei. Rührei, wirklich? Nein, heute nicht. Schluck meinen Staub. Oh je, Henrietta, wir müssen uns beeilen. Wow, Sie fahren ein Wettrennen. Kommt schon. Jetzt pass mal auf, Schlechtscherz. Ich habe nicht vor, irgendwelche Briefe zu beschädigen. Oh! Henrietta, halte die Augen zu! Rocky, bau schnell eine Brücke über den Graben. Kommt sofort! Gabelstapler! Danke, Rocky! Jetzt muss ich Schneekette einholen. Weg da! Ich fahre ein Rennen! Was soll das, du frecher Ruff-Ruff-Rüpel? Ah, ich kann nicht sehen. Alles ist orange. Ha, du wirst mich nie einholen, Schlechtscherz.
Halten Sie an! Ich sehe nichts! Wir brauchen unbedingt eine Rampe. Wir bauen eine, Ryder. Du bist dran, Rocky. Jetzt geht's aufwärts. Was ist das für ein Gebimmel? Das klingt wie ein Zug! Marshall, hilf der Bürgermeisterin. Wasserdüsen. Oh, ich kann endlich wieder sehen. Es wird alles gut, Frau Bürgermeisterin. Sie schaffen das. Oh nein. Ich bin viel zu weit hinten. Ich darf das Rennen nicht verlieren, sonst verliere ich Henrietta. Jetzt kommt das große Finale. Wildcat ist nicht der Einzige, der einen Salto kann. Ja! Woohoo! Das ist nicht gut. Tada! Das war ein Trick. Du meine Güte, was macht das Motorrad auf meinem Boot? Hast du das gesehen, Henrietta? Schneekette hat aufgegeben und macht eine Bootsfahrt. Jetzt gewinnen wir ganz sicher. Oh, nicht runterschauen. Halten Sie still, Frau Bürgermeisterin. Wir holen Sie da runter. Hörst du das, Henrietta? Wir müssen schön stillhalten. Oh nein! Chase, fang das Motorrad auf. Blitz! Geschafft! Oh je, das ist aber ganz schön tief. Miau, wow. Das wird eine schwierige Rettung. Aber ich weiß, dass du es schaffen kannst. Danke, Ryder. Ich fahr los, oder besser gesagt, ich fahr rauf. Miau! Krallengreifer! Gut, dass du da bist. Ich bin echt froh. Wir bringen sie nur hier runter. Ist nur ein Katzensprung. Miau. Wollknäuelwerfer. Wie gut sind sie im Seilklettern? Ausgezeichnet. Darin war ich bei den letzten Abenteuerbuchtspielen am besten. Endlich. Jetzt gewinne ich das Rennen ein für alle Mal. Zeit für den Supertrick. Supergeschwindigkeits-Turbo-Antrieb. Oh nein, Henrietta, wir müssen uns beeilen. Ich bin still, der besser hier drin. Das Erste, was ich beim Motorradfahren gelernt habe, war geradeaus zu fahren. Ungefähr so. Krallen stark, Sie schaffen das. Das hier tue ich für dich, Henrietta. Ich habe gewonnen und ich darf mein Schnuckelhuhn behalten. Ganz genau. Ich bin kein Bösewicht. Und jetzt seid ihr krawalligen Ruffruffs schön brav. Das ist doof. Ich will einen neuen Wettkampf. Ich wusste die ganze Zeit, dass sie harmlos sind. Ruffruff Gang, nichts wie weg. Jetzt dürft ihr frechen Ruffruffs mal einen Tag brav sein. Henrietta! Oh, Henrietta! Du hast ein Ei gelegt. Oh, was für eine wundervolle Überraschung. Dann bin ich Oma und Bürgermeisterin. Also eine Oma-Bürgermeisterin. Enkelküken! François, rufen Sie die Paw Patrol! Ich bin in Panik! Das gehört nicht auf die Straße. Ich bringe es lieber zu Opa. Stehen bleiben! Ein Ei eiert herum! Keine Sorge, Hühnchenmama! Wir finden dein Baby! Haben Sie das Ei inzwischen gefunden? Nein, bisher nicht. Wo ist mein Lieblingsenkelhühnchen nur abgeblieben? Hallo, Frau Bürgermeisterin! Hallo, Paw Patrol! Ich wette, das ist es. Los, Rocky. Greifer. Ich fange es. Ich habe es. Ja. Warte, ich habe es. Oh nein. Wir müssen ihr folgen. Los geht's.
Siehst du Jimmy? Noch nicht, aber in dem Busch bewegt sich was. Ich brauche irgendwas, um es rauszulocken. Hier, versuche es mit Jimmys Lieblingsbrille. Na sowas, Schildi, du kleiner Schlingel. Bist du auch ausgebüxt? Meine Tiere streunen überall herum. Wie konnte das passieren? Hm? Vielleicht, weil die Klappe des Anhängers offen ist? Ah, tatsächlich. Also wirklich, Chase, du bist ein hervorragender Detektiv. Leg deine eigenen Eier! Wir wollen unser Ei wiederhaben! Enkelhuhn, ich bin unterwegs! Oh, mein Enkel hüpft ja wie ein Flummi! Rocky, fang es auf! Was? Greifer! Oma, komm schon! Ich hab es! Ich hab es doch nicht. Danny, warte! Danny, komm zurück! Ich heiße Draufgänger Danny X. Ich versuch's mit meinem Pawpad. Hey Ryder, was geht ab? Oh, also ich geh ab. Draufgänger Danny X, du hast einen Passagier an Bord. Er ist auf deinem Schirm. Es ist Henriettas Ei. Ich werde nämlich Oma, weißt du? Was? Oh ja, ich seh's. Dieser Trick wird jetzt eisame Spitze. Juhu! Lass das Ei bloß nicht fallen. Ich rufe Verstärkung. Rubble, wir brauchen einen weichen Landeplatz für Henriettas Ei. Ja, und den kenne ich auch schon. Rubble ist der Retter. Ich rette dich. Oma ist unterwegs. Vorsichtig landen, Draufgänger Danny X. Ich jedenfalls Hilfe, Herr Pfeffer! Oh, Frau Bürgermeisterin! Oh je, wir können gar nicht hinschauen! Ich habe es eingefangen! Ja. Ja! Oh, vielen Dank, Rubble! Henrietta war ja so besorgt! Oh, die niedlichen kleinen Beinchen! Ja, sie sind wirklich bezaubernd und so grün! Oh nein! Greifer! Haha, ich hab es! Wirklich! Ich glaube, ich sehe Jimmy und er hat was Kleines bei sich. Oh, es ist Jimmy! Oh, aber was ist das? Es sieht aus wie ein Nest. Mit Eiern. Oh, es ist ein Baby-Krokodil? Da ist Chicaletta. Marshall, hol deine Leiter. Ruff, ruff, Rettungshund. Leiter ausfahren. Ruff, ruff. Chicaletta! Gute Nachrichten, wir haben sie gefunden. Ich wusste, dass ihr sie finden würdet. Wo ist sie? Sie sitzt da oben. Ah, ihr müsst sie da runterholen. Pizza bekommt ihr nicht. Hallo, Chicaletta. Ich werde dir beim Hinunterklettern helfen. Nicht so schnell, bitte. Nichts passiert. Folgen Sie dem Huhn! Also gut. Sie muss hier irgendwo sein. Da ist sie. Nein, da drüben. Oder da. Komm her, kleine Chicaletta. Komm, 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 komm.
Tja, er ist ein Vogelflüsterer. Hier gehört Hühnchen. Wer von euch in einer Handtasche wohnt, soll bitte vortreten. Cicaletto! Oh weh, das sind ja hunderte weißer Hühner. Aber Cicaletta trägt ein kleines Fußkettchen. Oh nein, nicht das Gatter öffnen. Oh nein, sie laufen davon. Das Fußkettchen, das ist Cicaletta. Verfolgt die Kuh. Chase, bitte fang die Hühner ein und ich kümmere mich um Bettina und Cicaletta. Verstanden, Ryder. Ich hab eins. Und du hast mich. Ist sie. Vorsichtig, mein Schätzchen! Marshall, wir brauchen deine Leiter! Vielen Dank, aber wir brauchen keine Leiter. Komm her, Cicaletta! What? Komm zu Mama! Ich fang dich auf! Chase das Netz! Ich hab sie, Madam! Oh nein, Cicaletta kann nicht schwimmen! Zuma, ich brauche dich in der Bucht. Volle Kraft voraus! Rettungsweste aktivieren! Zuma. Danke, danke, vielen Dank. Gern geschehen, Frau Bürgermeisterin. Wird die Paw Patrol gebraucht? Geben Sie laut. Es tut mir leid, dass wir Ihre Sendung ruiniert haben. Ruiniert? Das war wirklich toll. Action, Komödie und Dramatik. Ich finde, man sollte viel öfter Hühner retten. Nicht, wenn es nach meiner Nase geht. Cicaletta? Cicaletta? Oh, ganz ruhig, Cicaletta. Kein Grund zur Panik. Das ist eine Katastrophe. Rocky Sky! Und dann ist Cicaletta da hineingefallen. Kreiszange! Es tut mir leid, ich komme nicht an dich ran. Ich würde hinunterfliegen, aber es ist zu eng für meine Flügel. Da bleibt nur eine Möglichkeit. Ryder, Gott sei Dank. Cicaletta hat bestimmt furchtbare Angst vor all den Kreaturen, die in der Dunkelheit lauern. Ah, zur Hilfe, es hat mein Bein. Licht. Oh, was für ein süßes kleines Kaninchen. Das wusste ich natürlich. Ich habe doch das Kaninchenabzeichen. Sehen wir mal nach Cicaletta. Chase, wir brauchen dein Licht, damit Rubble die Felsbrocken beiseite räumen kann. Schon unterwegs. Das war's schon. Danke, Rubble. Keine Angst, Cicaletta. Wir holen dich da raus. Cicaletta, geht es dir gut, mein Lieblingshühnchen? Oh. Ich brauche einen kleinen Fellfreund, der sich zu ihr abseilt. Ich übernehme das. Seilwinde. Ich bin fast unten. Hallo, Cicaletta. Ich werde dich hier rausholen. Komm auf meinen Arm. Oder du setzt dich einfach auf meinen Kopf. Los geht's, zieht uns rauf. Schon dabei. Ich wusste gar nicht, dass Hühnerfüße so kitzeln. Kannst du mich festhalten, Rocky? Kein Problem.
fast geschafft. Ich hab sie. Ja! Schön, Chicaletta, geht es gut? Es geht ihr gut. Ja, Sky, geht es gut. Es geht ihr gut. Oh, du hast dir Sorgen gemacht. Nein, habe ich nicht. Ich bin nur froh, dass du Chicaletta gerettet hast. Danke, Chase. Das ist sehr lieb. Nun, nach so einer aufregenden Rettungsaktion gibt es eigentlich nur noch eins zu tun. Rösten wir Marshmallows! Ja! Toll!